Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Ihr seid das Licht der Welt. Und dann sagte er: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Das Thema unseres Erstkommunionweges dieses Jahr war: Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und jetzt gibt es euer Motto-Lied, wo ihr sehr gerne auch uns mit dem Chor auch singen werdet, ganz laut. Ja, dass Jesus sagt, ich bin das Licht, und dieses Licht sollte hier bei uns ankommen. Geliebte Schwestern und Brüder im Glauben, liebe Erstkommunionkinder, leider ist in diesem Jahr anders, als was wir gedacht haben. Ich habe letztes Jahr nicht gewusst, dass ihr heute mit Masken sitzen werdet. Das ist schon ein bisschen eine komische Situation. Für manche ist es schon ein bisschen machbar, manche anderen ist es unerträglich. Aber wir sind eben in einer schwierigen Situation und wir schaffen auch das. Heute an diesem Tag, liebe Schwestern, liebe Brüder, feiert die Kirche das wunderbare Fest aller Heiligen. Kinder, habt ihr eine Idee, wer ein heiliger Mann oder eine heilige Frau sein könnte? Habt ihr eine Idee? Das Mikrofon, Frau Splett, genau. Jesus. Okay, Jesus auf jeden Fall ein heiliger Mann. Wie kannst du sagen, dass Jesus ein heiliger Mann ist? Weil andere das gesagt haben oder weißt du irgendwas? Er hat viel Gutes getan. Okay, das heißt, wenn die Menschen Gutes tun, dann sind sie heilige Leute, heilige Menschen. Ja? Gibt es noch weitere Möglichkeiten? Wer ist überhaupt ein heiliger Mann oder eine heilige Frau? Habt ihr eine Idee?
Es gibt keine falsche Antwort. Habt ihr schon mal außer Jesus jemanden gesehen, der heilig sein könnte? Ja? Okay. Gott? Gott, aber vielleicht hier in der Gemeinde irgendjemand? Keiner, gell? Also, liebe Gemeinde, liebe Eltern, was macht ihr überhaupt? Aber heute, wenn wir alle Heiligen feiern, ist eigentlich, alle Menschen könnten Heilige sein. Es ist ganz interessant, heilige Menschen fallen nicht vom Himmel. Heilige Menschen sind mitten unter uns. Zum Beispiel, wir haben einen Heiligen für unsere Kirche. Wie heißt der Heilige unserer Stadt, der eigentlich von unserer Kirche herkommt? Der Heilige Mauritius. Der Heilige Mauritius lebte zum Beispiel vor 1700 Jahren. Er war auch ein ganz normaler Mann, er war ein Soldat. Oder wir haben zum Beispiel in unserer Seelsorge verschiedene andere Heiligen, zum Beispiel der Heilige in Nussloch, der ist St. Laurentius. Der lebt auch ganz, ganz lange her. Er war ein Diakon. Er hat es so für seine Gemeinde gelebt und für Jesus. Am Ende hat man ihn ja, voll gebacken auf dem Feuer. Oder wir haben einen Heiligen in Sandhausen, der heilige Bartholomäus. Das war einer der 12 Jünger Jesu, der sogar in verschiedenen Ländern war, vielleicht auch in Indien. Er ist so weit gegangen, damals vor 2000 Jahren, um Jesus bekannt zu machen. Oder wir haben in Gauangeloch den heiligen Petrus, der erste von den Aposteln. Oder gibt es ganz, ganz viele, liebe Kinder, eure Namenspatrone zum Beispiel. Das sind auch heilige Menschen, die wirklich mitten unter uns gelebt haben, aber irgendwie waren sie besonders. Was war das? Was war das? Du hast gesagt, ganz toll, das waren die Menschen, die Gutes getan haben. Aber mehr als Gutes tun, das heißt, jeder Mensch soll eigentlich Gutes tun, oder? Ja, wenn der Mensch nur Böses tut, dann ist er kein richtiger Mensch mehr. Und das sagen auch die gesamten Humanisten, ja, wir müssen einfach mal miteinander gut sein. Wie ich zu dir gut bin, dann bist du auch gut zu mir. Also wir gestalten eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, die einfach angenehm ist. Dass wir keine Kriege führen, dass wir nicht Hass und Gewalt antun und so weiter und so fort. Also wir sollen einfach gut sein. Das sind die Humanisten. Aber die Christen denken noch mehr. Noch mehr, liebe Kinder. Es ist nicht nur einfach gut zu sein, wenn ich zu der Frau Lassai gut bin, dann ist sie zu mir gut. Das reicht aber nicht aus für die Christen. Das ist nicht allein heilig zu sein. Was ist denn eigentlich heilige zu sein, heiliger Mann, heilige Frau zu sein? Ich würde sagen, liebe Schwestern, liebe Brüder, heiliger Mann, heilige Frau ist ein Mensch, der Tag ein Tag aus im Leben normal lebt. Als Mutter, Vater, als Arbeitnehmer, Arbeitgeber, als kranker Mann oder als gesunde Frau und so weiter und so fort. Das heißt, wir leben ganz normal in der Welt. Aber, liebe Kinder, es ist ganz wichtig zu wissen, aber dieser Mensch lebt Tag ein Tag aus mit Gott. Das macht eigentlich den Menschen heilig. Sei es Gott, das heißt, wenn er aufsteht, auch wenn es irgendwo wehtut, trotzdem denkt er an Gott. Oder wenn die Sonne scheint, dann dankt er Gott. Das heißt, im ganzen Leben geht Gott durch und durch in ihm. Er liebt Gott vor allem. Das ist eigentlich, was jemanden heilig macht. Das heißt, in dem Leben lebt jemand so in einer Liebesbeziehung mit Gott, dass er ja, überhaupt nicht vergessen kann. Auch wenn jemand beim Schlafen aufweckt und sagt, ja, wen liebst du meistens, dann soll er sagen, Gott. Weil Gott die Liebe ist und die Menschen, die wirklich in ihrem Leben
diese Liebe gespürt haben, auch wenn man Gott nicht sehen kann, trotzdem, wenn man im Herzen liebt, dann ist der ein heiliger Mann, dann ist es eine heilige Frau. Das waren die Heiligen in allen 2000 Jahren in unserer katholischen Kirche. Das heißt, das waren die Menschen, die wirklich ein und alles für Jesus und für Gott gelebt haben. Natürlich, liebe Kinder, liebe Schwestern, liebe Brüder, die Nächstenliebe ist wichtig. Zu einer Frage, wo einer Jesus stellt und fragt, ja, was ist das wichtigste Gebot? Was sollen wir tun? Sag mal Jesus. Dann sagt Jesus, du sollst deinen Gott lieben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist allererstes Gebot. Das heißt, lieben, Gott zu lieben, ist nicht nur einfach, ja, du kannst, du darfst, nein, du musst Gott lieben. Liebe Kinder, das könnt ihr niemals vergessen, liebe Schwestern, liebe Brüder. Wir sind Christen, wir sind eben in Liebe erschaffen worden. Egal aus welcher Farbe, aus welcher Kultur, egal aus welcher Sprache wir kommen. Das heißt, wir sind in Liebe erschaffen worden, in Gott und für Gott. Das heißt, unser ganzes Leben soll dahin orientiert sein, dass wir Gott lieben, ohne Wenn und Aber. Nur dann das Zweite, was Jesus sagt, ja, das zweite Gebot gebe ich dir auch. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Was du gesagt hast, Gutes zu tun. Das heißt, das gesamte Leben von den Christen ist, Gott zu lieben, Menschen zu lieben, wie wir miteinander oder wie wir auch mit uns selber umgehen. Euer Weg war nicht einfacher Weg als Erstkommunionkinder, das weiß ich. Ihr habt sehr lange warten müssen, aber heute kommt ihr zum Altar Gottes. Heute lädt Jesus euch ein als seine geliebte Freundin, als seinen geliebten Freund, dass du darfst zu Jesus kommen. Und heute möchte er sagen, ich gebe meinen Leib, meinen Körper, mein Blut für dich hin. Du darfst groß werden, du darfst alles haben. Vergiss nicht, dass ich immer bei dir bin. Liebe Schwestern, liebe Brüder, heute bringen Sie Ihre Kinder, Ihr Kind, Ihre Tochter, Ihren Sohn zum Altar. Das freut mich sehr als Pfarrer. Aber ich würde sehr gerne Sie bitten, regelmäßig sollen Sie und Ihre Kinder wirklich in diesem Glauben leben. Gerade in einer Umbruchzeit des Glaubens in unserem Land sind wir gefragt, wie weit wir authentisch unseren Glauben leben. Unsere Kirche wird immer leerer und leerer, nicht weil wir weniger Menschen haben, sondern weil wir weniger Menschen haben, die in Gott und für Gott leben möchten. Heute wollen Sie doch versprechen, dass Sie für Gott leben. Unsere Vorfahren in diesem Land haben das gelebt. Sie sind nicht kaputt gegangen, liebe Schwestern, liebe Brüder. Gott erfüllt uns. Gott gibt uns immer diesen Mehrwert, als was wir haben. Und deshalb ist der Glaube ein wunderbarer Schatz, den wir behalten müssen. Heute haben unsere Kinder gesagt, Jesus, sprich, ich bin das Licht der Welt. Das heißt, wenn ich mit Gott bin, dann bin ich auch ein Licht, das leuchtet für alle Menschen. Ich lade euch jetzt ein, gemeinsam auch eine kleine Meditation mit dem Licht zu sprechen. Dass ihr sagt, ja, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht, wie kann ich auch Licht werden, damit ich auch in der Gottesliebe leben kann. Amen.